Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. So, nachdem wir in der letzten Folge ausführlich über die Geschichte der Niederlande und ja, das, was wir vorhaben, hier mit Holland gesprochen haben, soll es jetzt endlich losgehen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel zu tun. Insofern verlieren wir keine Zeit. Ich möchte nur erinnern, dass unsere aktuellen Themen, es sind hier den Aufstand in Holländisch-Kongo irgendwie niederzuschlagen, dass wir den Krieg hier in Pasai, ja, dass wir da mal eingreifen. Im Moment agieren wir hier gar nicht, den wir begonnen haben. Ein imperialistischer Krieg und dass wir möglichst schnell gegen Utrecht vorgehen, weil Großbritannien im Moment mit uns im Krieg ist und deshalb nicht Utrecht verteidigen wird. Das ist eine praktische Situation. Das vielleicht die kurzfristigen Ziele. Aber jetzt gehen wir mal im Einzelnen durch. Wir schauen uns erstmal unseren Herrscher an. Herzog Arnulf II. Von Leuven. Er ist gerecht und ein Unternehmer. Das finde ich sehr interessant. 28 Jahre alt, weil das deutet so darauf hin, dass er durchaus, ja, vielleicht der Richtige ist, um republikanische Tendenzen zu befördern. Also beide Eigenschaften gehen eigentlich in diese Richtung. Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was passiert, wenn wir da dieses Holländische Reich erstellen. Ob wir dann eine Republik werden, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wenn, dann würde das ganz gut passen. Und wenn wir diese spezielle Form der Holländischen Republik haben, dann können wir, glaube ich, auch als Oranje-Fraktion einen, ja, sozusagen einen Statthalter hier auf lebenslang ernennen, einen Anführer. Und das würde dann auch gut passen. Johann von Leuven ist unser Thronfolger. 0 Jahre alt haben wir also schon einen. Sehr gut. Auch deshalb, weil unsere Gemahlin Jacoba van de Veluwe unfruchtbar ist. Insofern gut, dass wir schon Thronfolge haben. So, wir haben hier drei Berater, die sind alle auch ganz okay, die werde ich behalten. Handelseffizienz bin natürlich besonders gut. Ich werde die sogar noch befördern. Die Punkte brauchen wir und wir haben das Geld, das können wir uns locker leisten. Okay, gehen wir mal weiter. Wir haben hier noch Kulturen, die wir akzeptieren können. Wir haben viele diplomatische Machtpunkte, das mache ich mal. Kongolesisch, Wallonisch und Jakarisch wird akzeptiert. Das ist auch eine Kultur, die im Kongo zu finden ist. Soweit, so gut. Bei der Diplomatie ist es so, dass wir selbst, genau, unser Bündnis mit Großbritannien und Hamburg haben. Wir haben aber jetzt im Moment zu viele Beziehungen. Vor allem diese Militärzugänge brauchen wir eigentlich hier nicht. Pfalz und Deccan, da werden wir gleich mal das beenden. Mit der Pfalz haben wir ja möglicherweise noch was vor. Das werde ich mal aufkündigen. In einem Tag ist er wieder da. Lassen wir den mal laufen, den Tag. Jawohl, und dann gehen wir mal zu Deccan und werden das da auch aufkündigen. Okay. Kalifornien machen wir später. Ich werde auch dieses Beziehung verbessern jetzt beenden. Wir brauchen jetzt unsere Diplomaten mal für ein paar andere Sachen. Aber soweit erstmal zu diesem Thema. So, dann gucken wir nochmal bei der Bilanz. Ich denke, wir gehen bei der Korruptionsbekämpfung noch ein bisschen hoch, weil ich da noch spezielle Sachen vorhabe. Da müssen wir dann gegensteuern. Gut, beim Handel will ich zumindest einmal mehr Kantilismus fördern. Kommt, dann kommen wir auf 14%. Auch gut, wir haben immer noch gut viel diplomatische Machtpunkte. So, bei der Technologie warten wir noch mal ein bisschen. Administrative, können wir die eigentlich jetzt schon umsetzen? 503, wir könnten es. Ich würde sagen, das machen wir dann auch. Ich glaube, im Moment brauchen wir irgendwo anders diese Punkte. Und dann sind wir auch der Zeit voraus. Und das hilft uns auch noch mal bei der Korruptionsbekämpfung. Moderne Bürokratie. Um die Lande und Untertanen unter unsere Kontrolle so gut wie möglich zu nutzen, müssen wir unsere Bürokratie erweitern, umstrukturieren und professionalisieren. Eine robuste Organisation kann jeden Teil unseres Staates verwalten, wodurch Ad-hoc-Lösungen unnötig werden. Unsere Universitäten sollen die besten Methoden zur effizienten Herrschaft ausarbeiten. Lasst uns die Söhne des Adels dazu ermutigen, dem Staat mit dem Stift statt mit dem Schwert zu dienen. Sehr schön. Gut, das hätten wir. Dann gehen wir mal hier weiter bei den Ideen. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das erlauben können, jetzt hier die nächste Militäridee zu nehmen, weil ich habe noch was bei der Stabilität vor. Mission, darüber haben wir schon gesprochen. Oh ja, hier, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ist das gut, dass wir hier diese beiden haben? Warte mal, was haben wir hier? Unruhe minus 1, Kostenstabilität minus 10%. Das ist okay. Das Monopolstatut ist auch schon sehr gut. Zölle plus 25% brauchen wir
Ja gut, wie viel Zolleinnahmen haben wir denn dadurch auch durch unsere... Okay, lassen wir erstmal. Wo haben wir das? Hier. Und was ist das? Kostenregiment der Moralregeneration. Das ist auch okay. Ja. Das können wir so lassen. Sehr schön. Allerdings hier ist eine interessante Sache. Und weil wir ein gerechter Herrscher sind, würde ich sagen, wir ziehen das tatsächlich durch. Als erster Staat der Welt möglicherweise, ich weiß es nicht, behaupte ich jetzt einfach mal, beschließt den Akt zur Abschaffung der Sklaverei. So, das werden wir jetzt nämlich verbieten als gerechter Herrscher. Und das führt dazu, dass wir 10 Jahre lang gesteigerte Innovativität haben. Wir bekommen Prestige. Und dauerhaft geringere Steuereinnahmen, aber auch geringere Stabilitätskosten. Okay, sehr schön. Das wird den Kongo betreffen, da bin ich mir sicher. Ich will später, wenn die Kriege vorbei sind, glaube ich, auch standardisierte Uniformen machen, um unseren Armeedrill zu verbessern. Wir haben so viel Geld, dass wir die Einheiten auf jeden Fall drillen können. Das hier machen wir nicht und insofern sind wir hier durch. Hier haben wir flandrische Nationalisten. In 2 Jahren. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. 42.000. Das kann sehr ungemütlich werden. Müssen wir mal gucken. Das müssen wir im Auge behalten. Wer ist denn hier noch kurz vor dem Jakarische? Das sind die im Kongo. Ich meinte, da werden wir sowieso was tun. Das können wir, glaube ich, laufen lassen. Erstmal. So, hier will ich auf jeden Fall was verändern. Wir werden hier das Koloniewachstum, das Abschieben der Heretiker beenden. Ja, das will ich entfernen und einen neuen auswählen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden legalisierte Ehescheidungen machen, weil unsere Legitimität ist relativ gering. Da können wir was tun. Das ist, glaube ich, hilfreich. Und wir haben noch Kirchenmacht 100. Ich will nämlich auch diese organisiert durch Bischöfe, glaube ich, machen. Vorher noch eine andere Sache. Denn ich will hier ein Ziel erreichen hier im Zeitalter der Revolution. Ich will die große Hauptstadt haben und das sind nur 2 Punkte bis dorthin. Deswegen werde ich jetzt in unserer Hauptstadt in Amsterdam mal 2x diplomatische Macht investieren. Zack. Und dann haben wir das nämlich voll. Das ist doch schön. Sehr gut. Dann steigen wir auch schneller an und jetzt können wir dann das beenden mit den Entwicklungskosten. Nehmen wir auch raus und da will ich auch was anderes haben. Nämlich übersetzte Bibeln, was uns nochmal die Unruhe reduziert. Das würde uns, das hilft uns da nochmal bei diesen potenziellen Aufständen. Okay, so, dann haben wir ein Problem. Wir haben definitiv zu viele Anführer. Ich werde mal Arnulf den Zweiten erstmal nicht einsetzen. Der kann hier komplett weg. So, Arnulf Willem, ja. Also wir haben 2, also wir können nur 3, insofern na, vielleicht im Notfall ein. Ich glaube, ich nehme den auch raus, den Arnulf Willem. So, dann haben wir 2 Armeeanführer und 2 Admiräle. Und die Admiräle sind auch relativ gut. Leider ist keiner geeignet für eine Handelsflotte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, lassen wir es erstmal so laufen. Vielleicht mit einem mehr. Gut. Hier will ich tatsächlich in allen Handelshäusern die Investition fördern und dafür dann später die Inflation dann bekämpfen. Das ist, glaube ich, auch okay. Gut. Bei den Ständen werden wir den Monopol Karthas gewähren. Sehr gut. Ah, da hätten wir auch nochmal Entwicklungskosten gespart. Das wäre noch zu optimieren gewesen. Und wir werden, glaube ich, mal dem Klerus eine Spende geben. Unserem protestantischen. Okay. So. Und jetzt nämlich, wir sind bei Stabilität 1. Man könnte nämlich gut und gerne die Stabilität erhöhen, aber dazu habe ich natürlich jetzt die administrativen Punkte ausgegeben, aber das wird dann bald ein Thema sein. Soweit erstmal dazu. Dann gucken wir hier oben nochmal. Rebellenaufstand, Flottenzermürbung. Darum habe ich mich schon gekümmert. Zu den Flotten und Armeen kommen wir gleich. Ideen. Ich glaube, wir hatten den Militärpunkt jetzt doch nicht gebraucht. Dann mache ich die nächste Quantitätsidee. Oder warte mal, hinken wir hier hinterher? Oh ja, nee, dann bewahre ich das auf für die militärische Technologie. Das ist besser. Dann machen wir das nicht. Ach nee, ich war hier oben. So, Krieg, zu viele Anführer, Unruhen, Handelsembargos müssen wir uns drum kümmern. Wir haben keine
Wir haben keine Diplomaten, das ist ein Problem. Bauen, das ist noch ein Stichwort. Ich gucke mal. Ach ja, hier, Kernprovinzen. Wir sind hier in Nordamerika. Das, denke ich, sollten wir uns auch leisten. Okay. Dann können wir eine Flottendoktrin auswählen. Das sollten wir unbedingt machen. Und hier wähle ich Handelsmarine. 1630. Oh mein Gott, ist das teuer. Aber doch, es wird sich mit Sicherheit lohnen. Handelseinfluss durch Schiffe, das wird ein Punkt sein, auf den wir vermehrt oder sehr stark setzen werden, um über den Ärmelkanal noch richtig viel mehr Geld rauszuholen. Okay, was man übrigens hier auch sieht, ich hatte doch mich in der Rückschau, war es Japan? Ich weiß gar nicht, irgendwie gefreut, dass da so eine hohe Armeeprofessionalität da ist. Holland hat eine noch höhere, 55% fast. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Darauf lässt es sich aufbauen, das kann ich schon mal sagen. So, und Investitionen in Handelshäuser, da machen wir mal noch nichts. Das ist relativ teuer. Da, wo es sich lohnt, das muss ich mir erstmal genauer anschauen. Aber ich wollte bauen. Und zwar, ich will mal über Festungen hier sprechen. Das habe ich mir angeguckt. Ich finde, diese Festung ist eigentlich unschön gelegen. Hier würde ich gerne einen haben, auch wenn das Gelände hier tendenziell ein bisschen besser ist. Warum hier? Weil das sehr schön einfach den Zugang hier an der Küste und hier abriegelt. Deckt sehr schön viele Provinzen ab. Das werden wir in Auftrag geben. Und zwar gleich eine richtige Achterfestung, wenn dann richtig, würde ich mal sagen. Wir werden dann die irgendwann abreißen. Und die hinteren Festungen sollten wir vielleicht ein bisschen ausbauen. Da müssen wir mal gucken. Okay. Das machen wir später. Aber eine zweite Festung will ich noch bauen. Und zwar hier auf dieser Insel, wo wir doch relativ umfangreiche Befestigungen haben, werde ich noch eine kleine Festung bauen, vielleicht eine Vierer erstmal. Für 340, ja. Wobei, wartet mal, ich muss auch noch was anderes machen. Ich muss nämlich Söldner finanzieren. Deswegen darf ich jetzt noch nicht allzu viel Geld ausgeben. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. So, Entwicklung in der Hauptstadt haben wir gemacht. Dann noch eine andere Sache. Wir haben ein Parlament, einen Landtag. Und da wird gerade diskutiert, Vorrecht auf Handelshaus verleihen. Wir bekommen einen Händler mehr. Und Handelseinfluss plus 5%, das finde ich ganz gut. Chance auf Sieg im Moment 25%. Wir können vielleicht was tun, genau. Und wir werden hier Korruption ignorieren. Da sind wir bei 50%. Und wir werden hier, was können wir noch machen? Beamtenstand fördern. Das finde ich okay. Das können wir auch machen. Kirchenmacht verlieren wir dann, finde ich jetzt nicht so schlimm. Den Rest lassen wir mal so. Dann hoffen wir auf eine 75% Chance. Wobei, warte mal, 5 Marinetraditionen verdienen. Ah, das ist nicht schön. Das möchte man nicht, ne? Wir haben allerdings nur 9,6. Minus 9,19 sowieso im Jahr. Ach komm, lass uns sicher gehen, dass das klappt. Oder? Da bin ich ganz sicher, ob man bei 75% Chance. Ich meinte, wenn nicht, dann haben wir halt hier einiges umsonst ausgegeben. Machen wir das mal. Okay. So, gut. Dann ist die Sache auch durch. Das sollte uns auch erstmal über den Handel mehr Geld bringen. Und jetzt kommen wir mal zu unseren Armeen und Flotten. Denn ich habe hier auch schon so ein bisschen vorsortiert, damit das nicht ganz so lange dauert. Also wir haben eine Hauptarmee, die habe ich jetzt auf den Rückweg gebracht. Die soll hier nach Breda marschieren, sich vereinigen mit dieser kleinen. Und wenn die dort ist, können wir gegebenenfalls den Angriff gegen Utrecht befehlen. So, dann habe ich hier die ostindische Armee, die wird gleich noch verstärkt und dann brauchen wir Transportschiffe, um dann hier gegen Pasai vorzugehen. Mein Plan ist, hier an dieser Festung zu landen. Darauf kommen wir dann noch zurück. Dann haben wir hier noch eine kleine Armee, die schon in der Türkei ist, bei den Osmanen, die wird auch zurückmarschieren. Und wir haben eine neue Holland-Armee, weiß ich nicht, was die da überhaupt soll, die 5000, aber die bringe ich erstmal irgendwo zentraler hin. Das ist die kleine 3000er. Wir haben hier unten eine Armee, da habe ich Folgendes vor, die will ich jetzt erstmal hier anlanden, damit sie uns hier im Kongo hilft. Diese Flotte ist auch extrem angeschlagen, also da, die kann sich auch erstmal heilen und dann trennen wir die, dann schicken wir die leichten Schiffe zurück. So, und dann haben wir hier noch eine Armee, ja, genau, die habe ich hier auch hingeschickt, die vereinigt sich hier mit. Und hier sind immerhin 27 Transportschiffe, die werden uns dann beim Landen helfen, so. Soweit dazu. Unsere Hauptkriegsflotte, die befindet sich jetzt hier im Hafen in Amsterdam.
Die ist wirklich beeindruckend mit 52 Großschiffen. Und das ist unser Flaggschiff. Die Schargaroos, finde ich ganz cool. Die hat niederländischen Mut. Unser Volk ist für seinen Mut so berühmt, dass wir ihn in flüssiger Form exportieren. Ist damit irgendwie Schnaps gemeint? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erhöht das den Unterhalt, aber erhöht die Moral der gesamten Flotte um 10%, was cool ist. Kanonenarsenal bringt mehr Kanonen hier auf dieses Flaggschiff. Und dann haben wir noch Handelsroutenkarten, was ein bisschen doof ist, weil, naja, dann, um das zu nutzen, müsste man die an die Spitze der Handelsflotte bringen. Vielleicht sollten wir das auch tun. Vielleicht sollten wir das auch tun, wenn die Handelsflotte dann hier wirklich mal im Einsatz ist. Oder wir trennen die gleich schon ab. Wobei, kann die überhaupt die Mission Handel machen? Kann man das kombiniert machen? Ansonsten bringt das ja nichts, ne? Die Handelsroutenkarten. Handelsmacht pro Schiff in der Flotte. Naja, gut. Okay, also das schaue ich mir nochmal an. Also soweit zu der Hauptflotte. Dann haben wir die Flotte, das ist die mit den Transportschiffen und 21 leichten Schiffen. Die will ich dann zurückschicken, die leichten Schiffe. Die sollen auch in den Ärmelkanal. Wie gesagt, da wollen wir abschöpfen. Die Flotte kennt ihr schon. Dann haben wir hier noch die Flotte, die kennt ihr auch schon. Nee, die habe ich schon beordert, dass sie ebenfalls in den Ärmelkanal kommt. Auch eine leichte Flotte. Dann haben wir eine Freibeuterflotte und die habe ich auch mal so gelassen. Die ärgert hier Mexiko. Finde ich ganz witzig. Und wir haben, das ist unsere eigentliche Handelsflotte im Moment. Das muss ich ja nochmal vernünftig umbenennen. Das sind im Moment nur 6 Schiffe, aber das wären mit der Zeit mehr. So, das ist erstmal diese Lage. Jetzt dringend Thema Kongo. Wie wollen wir das angehen? Ich plane hier Söldner zu nutzen, um diese Armee zu schlagen, diese kongolesischen Nationalisten. Und insofern müssen wir jetzt, das meinte ich, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich nehme erstmal überall zwei, mal gucken, wie viel da hinkommen. 4, 6, 8. Ich will nicht zu nah dran gehen. 10. 12. Das reicht nicht. Sehe ich jetzt schon, ich muss überall 3 machen, oder? 14. 16. Na gut, hier können wir auch. 18. 20. Ja, geht doch. 22 und 3000 kommen noch dazu, sind 25.000. Wenn wir dann noch einen Anführer dabei haben, müsste das eigentlich hinhauen. Mal sehen, ich bin gespannt. Okay, das war die Sache. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir das Wichtigste getan und wir können mal so langsam oder sicher die Zeit laufen lassen. Wobei eigentlich das Interessanteste, ja, was passiert hier eigentlich im Moment? Das Interessanteste im Moment hier, weil ich da noch die Flotte teilen will. Beziehungsweise, wir müssen mal gucken. Boah, das geht ja wirklich schnell mit den Söldnern. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ah, wir haben neue Handelsgüter, weil die Sklaven weg sind. Kann das sein? Elfenbein, Tropenholz, Elfenbein, Tropenholz und so weiter und so fort. Schiffsbedarf. Gut, langsam kommen die Truppen hier zusammen. Wir können sie auch schon mal irgendwo hinschicken. Ich hoffe nicht, dass sie dann. Ne, sie können, glaube ich, da nicht angegriffen werden. Okay, das geht aber gleich weiter. So, und diese Flotte, die wird jetzt erstmal repariert. Wobei ich werde sie direkt schon mal separieren. Diese Großschiffe, die bringe ich hier hin, denn das ist sozusagen unsere Ostindienflotte, die erstmal hier stationiert wird. Okay. Diplomaten. Warum haben wir eigentlich nur zwei Diplomaten? Das ist ja echt erbärmlich. Was wird hier passieren? Ach so, hier haben wir irgendwas. Die Holländer haben. Ach so, die Briten haben da für uns was besetzt. Deswegen sieht das nur so aus, als würde da unsere Provinz belagert werden. So, das ist die Frage jetzt. Sind wir rechtzeitig einsatzfähig hier? Minus 7%. Müsste aber eigentlich noch hinhauen. Okay. Ah, sehr schön. Was die KI gemacht hat, das ist ja irgendwie so ein neues Feature. Wir können ja Kolonisten einsetzen, um in den eigenen Provinzen die, ja, die auszubauen, hier die Entwicklung zu erhöhen. Und das passiert mit einer gewissen Chance. Und das finde ich ganz hübsch. Hat eben geklappt. Das hatte ich irgendwie so schnell weggeklickt. So, los, hier nochmal zurück.
Wo sind eigentlich unsere 3000 Mann? Waren die jetzt schon angelandet? Die waren noch hier auf der Flotte drauf, wenn ich mich recht entsinne. Und warum... fahrt ihr nicht los? Hallo? Hatte ich euch nicht richtig hier hingeschickt? Irgendwas hat da nicht geklappt. Da sind auch nochmal 3 Transportschiffe dabei, was sehr hilfreich ist. So, die Handelsflotte wird weiter repariert. Die kommt dann zurück. Ja, und dann haben wir hier 26.000. Das müsste eigentlich locker klappen. Sehr schön. Okay. Wer meldet sich hier? Militärzugang aus Kastilien. Was sind, haben die denn für einen Krieg? Marokko, Kano und ja, oh. Eigentlich will ich nicht, dass Kastilien hier ihren Einfluss weiter ausbaut, deswegen lehne ich das ab. Hier bilden wir jetzt unsere Armee und bringen irgendeinen fähigen Anführer hierher. Nehmen wir mal den. Großartige Anführer haben wir nicht. Ja, und jetzt heißt es schon, diese Rebellion erstmal niederschlagen. Und damit unser erstes Ziel hier zu erfüllen. 14%, sehr gut. Kaufleute verleumdet ist ausgelaufen. Das ist auch super wichtig. Das war 10% oder so Handelseinfluss. Das müsste jetzt nochmal rapide ansteigen. 216 schon jetzt. Sehr schön. So, und wir haben jetzt die erste Schlacht. Und hier zählt nämlich für uns das Gelände, weil das unsere Festung ist. Zum Glück. Gut, dass hier eine Festung war. Das haben unsere holländischen Vorgänger sehr, sehr gut gebaut. Also in so einer großen Kolonie sollte doch mindestens eine Festung sein. Und die haben sie sehr schön hier ins Gebirge gebaut. Wunderbar, das hilft uns jetzt in diesem Moment und führt zum Sieg dieser Armee. Und dann können wir noch das letzte hier zurückerobern und dann ist die Revolte erst einmal niedergeschlagen. Und wir können hier auch gleich ins Bajonett investieren. Und das sollten wir auch tun. Hervorragend. Auch wenn eine Muskete auch immer als Keule benutzt werden konnte, so war sie doch keine wirksame Waffe im Nahkampf. Ein Bajonett war eine Klinge, die auf das Ende einer Muskete gesteckt wurde. Dadurch konnte die Waffe als Speer fungieren. Ursprüngliche Entwürfe des Bajonetts wurden auf das Gewehrrohr gesteckt und machten es somit zu einer Entweder-Oder-Wahl. Doch die Entwicklung des Bajonettrings, der um das Gewehrrohr angelegt wurde, verwandelte die Muskete in eine nützliche Unterstützungswaffe. Interessanterweise wird damit der Fernkampf verbessert, der aber vermutlich gerade aufgrund dieser Erklärung, dass man... Naja, eigentlich hätte ich den Nahkampf ehrlich gesagt verbessert bei diesem Bajonett-Ding. Eigentlich ist es Quatsch, den Fernkampf zu verbessern. Wie auch immer, wir beenden erst einmal diese Folge nach dieser erfolgreichen Niederschlagung. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir die ersten Kämpfe hier gegen Pasai erleben. Mit unserer kleinen Armee in Sumba werden wir dann hier vorgehen. Und vielleicht kriegen wir dann doch noch diesen Krieg herumgerissen. Und gleichzeitig, denke ich, werden wir Utrecht angreifen. Ich schaue nochmal, ob sich irgendwas verändert hat, diplomatisch. Ja, Großbritannien ist immer noch raus. Österreich und Ulm. Wow, 2 Großmächte in dieser Welt helfen Utrecht. Hervorragend. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.